Lasst uns mal über Blattläuse reden. Das ist bei mir im Garten nämlich gerade ein ziemlich akutes Thema. Und wenn ich Blattläuse bei Google eingebe, dann sind die Suchergebnisse voll mit Tipps, wie ich Blattläuse bekämpfen kann. Bei mir im Garten, da tummeln sich gerade die Blattläuse überall an den Sträuchern. Und das finde ich richtig schön, denn da, wo Blattläuse sind, da kann man richtig, richtig schöne Beobachtungen machen. Es gibt nämlich ganz viele Tierarten, die sich von Blattläusen ernähren. Zum Beispiel gibt es Schwebfliegenarten, die ihre Eier gezielt in Blattlauskolonien ablegen und dann schlüpfen aus den Eiern Larven. Und die Larven, die ernähren sich von den Blattläusen. Eine einzige Schwebfliegenlarve, die kann in ihrem kurzen Larvenleben sogar mehrere hundert Blattläuse erbeuten. Und so ist das auch bei Florfliegen. Auch die Larven von den Florfliegen ernähren sich von den Blattläusen. Die saugen die Blattläuse allerdings aus und dann bleiben nur die leeren Hüllen an den Pflanzen zurück. Und auch zum Beispiel Marienkäfer und deren Larven fressen gerne Blattläuse. Und die Anwesenheit von Marienkäfern, die stößt bei anderen Tieren nicht unbedingt auf große Freude. Die Ameisen zum Beispiel, die nutzen die Blattläuse auch, die melken die allerdings. Die haben es nämlich auf die zuckerhaltigen Ausscheidungen von den Blattläusen abgesehen, auf den Honigtau. Und den nutzen zum Beispiel auch Wespen. Die habe ich hier schon ganz häufig beobachtet, wie die an den Blättern hier rumgeflogen sind und den Honigtau eingesammelt haben. Und auch ganz viele Meisen touren hier in den Sträuchern rum. Die picken auch die ganzen Blattläuse auf und bringen die zu ihrem Nachwuchs, der im Nest sitzt und da auf Nahrung wartet. Das heißt, auch für die Meisen und für viele andere Vogelarten sind Blattläuse unglaublich wichtig.